Hallo und willkommen zurück zu RimWorld. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Puh, so ein Orkan hat's in sich. Also ich kann auch draußen momentan kaum die Augen offen halten, ohne dass mir irgendwas ins Gesicht fliegt. Glücklicherweise sitze ich drin. Macht die Sachen ein ganzes Stück an. Eigentlich inzwischen, ja, irgendwo haben wir kleine Glowstones aufgetrieben. Wer hungert? Jetzt nicht mehr. Leiten wir die Rohre jetzt so, weil das macht auch dann wenig Sinn. Das werden wir dann alles rausrupfen. Die können wir schon mal rausholen. So, wo kommen die hin? Das hatte ich eben ja schon mal überlegt. Mindestens dieses Problem. Wir finden bestimmt noch ein paar andere. Also so läuft es nicht schneller, aber wenigstens ein bisschen flüssiger. Ich sag mal so, im Normalmodus gibt es eigentlich keinen Grund, sich zu beschweren, außer dass es zu langsam ist. Forschung geht auch Stück für Stück voran. Ich denke mal, ich werde hier einfach eine Querverbindung reinsetzen, sodass unser Priester dann entsprechend einfach einmal rüber geht, jemanden abholt und der dann verschwindet.
Tür irgendwie beim Abreißen unter den Tisch gefallen, ne? Hier mit allem fertig. Gut, sobald wir wieder ein bisschen Licht haben, wobei ich nicht weiß, wie Tageslicht uns hier drinnen eigentlich helfen soll. Ja, okay, da können wir nicht drin bauen. Ich sehe es ja ein. Ich vermute mal, hier oben ist auch alles in Zug. Hä? Okay. Dann wird sich da jetzt gleich jemand drum kümmern. Gerissen werden. Müssen noch Marmorwände rein. Ja, ich denke mal, es wäre nicht verkehrt. Das hier kann bleiben. Auch Wand, okay, weil ich würde dann gerne die Abwasserleitung einfach mit hier lang legen. Der Bequemlichkeit halber.
Okay, müssen wir ein bisschen experimentieren. Vielleicht machen wir die Räume größer. Und bevor wir jetzt wieder alles abwählen. 2, 3, 4. Nein. Zellen sogar noch einen Ticken größer machen. Und ich glaube, das mache ich sogar, weil größere Zellen sorgt dafür, dass die Leute weniger ausbrechen wollen. Hier lang. Gegen Ausbrecher werden wir hier sowieso noch recht radikale Maßnahmen installieren. Also wer hier reinkommt, der kommt nur noch durch den Tempel raus. Oh, sieht doch schon mal gut aus. Dann... Hier haben wir schon einmal rumgelegt. Sicherheitshalber. Einmal so. Stromkabel können wir auch direkt verlegen. Praktischerweise liegen die schon. Zum größten Teil zumindest. Tja, sein Pech. Wir befreien keine Gefangenen. Wo kommen wir denn dahin? Am Ende glaubt noch irgendeiner, wir wären nett. Würde so passen. Ja,
Ja, ich lege hier ein paar extra Leitungen links und rechts einfach. Weil das Gebäude hier wird ja demnächst wegfallen und ich denke mal, es ist dann einfach besser, wenn wir dann schon die Leitungen raus haben. Ja, die Wände reduziere ich auch schon mal ein bisschen runter. Brauchen wir nämlich nicht mehr alle. Beziehungsweise die, die wir brauchen, werden wir schon bei Zeiten wiederfinden. So kommen wir auch wieder ein bisschen an Holz. So, bevor wir hier oben irgendwas aufmachen, werden wir nämlich hier Geschütze konstruieren, sodass wir im Endeffekt zumindest einen kurzfristigen zusätzlichen Schutz noch haben. Wenn du fertig geraucht hast, kriegst du eine andere Waffe. Wir haben hier nämlich ein paar schöne und der Flammenwerfer ist immer so kurzstreckig. Also ich weiß nicht, ob ihr das von außen hören könnt, aber es ist heftig, wie dieser Orkan da draußen wütet. Also kein Kindergeburtstag. Allerdings ist der Vorteil, ich habe dafür frei und kann heute halt aufzeichnen, statt mir in der Schule stundenlang anzuhören, welche Noten ich bekomme, die ich schon eigentlich kenne. Ja, das Ding braucht auch Stahl. Wie sehen wir mit Bauteilen aus momentan? 126 haben. Wie viele brauchen wir für den Helm? Dafür brauchen wir wiederum gar keine. Wahrscheinlich keine gute Idee, wir machen es trotzdem. Es ist keine gute Idee und wir machen es genau deshalb. So rum klingt es aus meinen Ohren ein bisschen weniger. Für meine Ohren.
Der Teil wird reines Kühllager. Hier kommt Küche und auch eine Brauerei rein. Weil, warum nicht? Du hast nur noch ein Bein? Das ist aber nicht schön. Wir halten Ausschau nach einem neuen und wenn wir keins finden, erforschen wir Prothesentechnologie. Vorgemerkt, Ginger braucht ein neues Bein. Wo ist denn das passiert? Muss mir ein bisschen entgangen sein. Den können wir abreißen. Das wiederum sehr interessant. Ja, toll, und alle schlafen. Steven kann nicht sprechen, Ginger schläft. Da wir diese Lampe früher oder später eh woanders hinbringen müssen. Bringen wir sie jetzt hier hin. Andere, Dromedar. Großes Reptil. Frisst auch Pflanzen, das ist gut. Teuer. Wie alt werden die? 55, ne? Die Chance also nicht sehr gut, dass wir hiermit noch Nachwuchs zeugen werden. Auf der anderen Seite, wer weiß. Bauteile, her damit. Die können noch weg. Oh, Stahl. 1800. Na, her damit. Ja, von dem Kraftstoff können wir ohne weiteres auch was abdrücken. Tiere. Tiergebiet. Nur für den Fall, dass wir irgendwann mal Lasttiere brauchen und die Farbe gefällt mir. Ob wir mit denen irgendwas anfangen können, werden wir sehen.
Ach, unfertig. Ich habe mich schon gewundert, der sah ein bisschen zu weiß aus. Das ist aber schön. Wetten, deren Sachen sind wieder zu teuer? Oder einfach nicht nützlich genug? Oder beides? Teuer, teuer, na, nicht ganz so teuer, aber nur eine Handvoll. Nö. Wie sieht es stromseitig aus? Haben wir immer noch ein ordentliches Plus, das ist gut. Das ist der Rauchblattverarbeitende. Löschen. Und die können wir, glaube ich, sowieso löschen. Dann haben wir schon mal zwei Lagerzonen weniger, um die wir uns kümmern müssen. So. Das ändern wir aber noch mal ein Stück weit. Weil nochmal mache ich mir das Leben nicht so schwer, dass wir die Tür aufmachen müssen, um jemanden zu erschießen. Wie unproduktiv. Jeder dieser Zellenkomplexe ein eigenes Badezimmer. Und ja, die Episode ist vorbei. Böden kommen hier aber trotzdem rein.
So, dann möchte ich hier an den Gangenden noch Geschütze unterbringen, die eventuellen Fluchtversuchen dann endgültig einen Riegel vorschieben, mal nett ausgedrückt. Ja, und dann war's das fürs Erste für heute. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt's in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.